Herzlich willkommen bei GTA 5 Car Tuning. Wir werden in dieser Serie jedes einzelne Auto hier in GTA 5 kaufen, tunen und uns anschauen. Wenn ihr wissen möchtet, warum ich so viel Kohle da oben habe, schaut bitte bei meinem Let's Play von GTA 5 ab Folge 68. Da erkläre ich genau, wie man so viel Geld bekommt. Wir brauchen eine Garage. Wir stehen hier vor Franklins Garage. Franklins Garage ist hier unten. Wenn man mit Michael spielt, ist es hier oben in dem Bereich. Bei Trevor hier unten in dem Bereich. Außerdem braucht ihr einen freien Platz in der Garage. Das bedeutet, wenn ein Auto schon drin steht, holt es raus, stellt es irgendwo hin. Es kann sein, dass ihr ein-, zweimal in die Garage rein müsst, um euer neu gekauftes Auto zu holen. Weil die Frage sehr oft aufkam, was passiert mit meinem Auto, wenn ich es nicht mehr finde. Geht einfach mal zur Polizei. Hier ist ein Abschleppplatz, da könnt ihr euer Auto rausholen. Außerdem braucht ihr das Handy, geht hier unten aufs Internet, auf Reisen und Transport. Und dann könnt ihr entweder bei legendarymotorsports.net ein Auto kaufen oder hier unten bei southernsanandreassuperautos.com. Gut, und somit werden wir gleich ein Auto kaufen. Wir sind jetzt bei den Geländewagen angekommen und kaufen heute den BF Injection. Da ist er. Ja. Habe ich in Rot gekauft. Ja, also hier brauchen wir von wegen Beschleunigung und so weiter gar nicht anfangen. Das Ding ist ein Geländewagen. Ich hoffe mal, dass wenigstens die Bremsen gescheit funktionieren. Oje, oje. Also Bremsen gehen nicht gescheit. Beschleunigen kann er nicht. Oje. Und Lenkung, gucken wir gleich nochmal. Ne, also die Lenkung ist auch kacke. Gucken wir mal, ob wir... Ja, gucken wir mal, ob wir das Ding überhaupt tunen können. Geländewagen. So, erstmal reparieren. Panzerung, Bremsen, Motor, Lichter. So, dann Nummernschild. Ach, hinten, okay. Lackierung. Ja, das sieht so schon mal kacke aus. Also, gucken wir mal. Chrom. Nö. Ah, das sieht immer so dreckig aus. Oh, was willst du da denn machen? Komplett weiß. Also ganz ehrlich, da kannst du eigentlich gar keine Farbe nehmen. Nee, da passt wirklich gar nichts. Also machen wir mal was anderes heute und machen ein richtig hässliches Auto. Ein richtig hässliches Auto. So. Und hier orange. So. Nee. Sieht noch zu gut aus. So.
Ja, das sieht kacke aus. Federung, Getriebe, Turbo, Reifen. Also du kannst hier gar keine Reifen ändern. Reifenverbesserung, Schuss, Reifenqualm. Also du kannst hier gar nichts machen mehr. Okay. Ja. Also das Auto. Wow. Und die Sitze drin. Alter Schwede. Müsst ihr nur mal gucken, die Sitze da drin sind komplett kaputt. Hier die Verkleidung drin ist komplett kaputt. Nee, also dieses Auto no go. Und die Lenkung bleibt immer noch scheiße. Die Beschleunigung ein bisschen besser. Bremsen sind auch noch kacke. Ja. Also ganz ehrlich, das Auto auf keinen Fall kaufen. Ja. Uiuiui. Gut, also wir haben es auf jeden Fall mal gekauft. Ich glaube, der andere Geländewagen, der noch kommt, wird genauso schlimm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.